Frau Professor Röder, wir gehen dann auch gleich rein. Sie sind Prähistorikerin und haben sich mit dem Thema Höhlenkunst, wenn ich das richtig sehe, genähert, von der Seite von Genderfragen her. Also sich mit den ausführenden Künstlern sehr beschäftigt. Und das ist vielleicht ein ganz besonders guter Startpunkt für so eine Frage, weil es ein Fachgebiet ist, aus dem Sie kommen, das dann sehr nah tatsächlich an den Akteuren dran ist. Ich würde damit auch gerne einsteigen. Wer waren denn diese frühen Künstler, die da vor 20, 30, 40.000 Jahren gearbeitet haben, aus Ihrer Sicht? Welchen Menschen begegnen wir da als Kreativen? Ja, da möchte ich doch gleich mal zurückfahren, fragen, was verstehen Sie unter Künstler? Also zum Beispiel jetzt ein Mensch, der besonders begabt ist und quasi hauptsächlich in seinem Leben das macht, was wir heute als Kunst bezeichnen, oder wie muss ich das verstehen? Also, das ist natürlich eine Frage, die gleich ganz an den Kern hineinreicht. Wir sind sicherlich seit Picasso und anderen Zeitgenossen darauf fokussiert, das, was uns in Höhlen wie Altamira, wie Lascaux in Nordafrika oder auch in Indonesien entgegenschaut, so etwas wie Kunst zu erblicken. Gerade von Picasso gibt es diese Äußerungen, da sei schon alles da. Das hat er, glaube ich, auf Lascaux bezogen. Also unser moderner Blick richtet sich auf diese Menschen, die dort an den Höhlenwänden Abbildungen hinterlassen haben, Kunstabbildungen, als frühe Künstler. Das ist natürlich ein modern reformierter Blick. Das ist ganz klar. Wie ist denn Ihr Blick darauf? Wird vielleicht neutraler an die Sache rangehen und fragen, wer hat diese Abbildungen gemacht und noch gar nicht unbedingt jetzt diese Personen dann als Künstler oder Künstlerin bezeichnen. Und da haben wir mangels Schriftquellen und auch mangels Selbstporträts jetzt beispielsweise von jemandem, der sich beim Malen zeigt, eigentlich überhaupt keine direkten Quellen dazu in der Archäologie. Und insofern bleibt das zum einen Spekulation überlassen, zum anderen dann auch Ansätzen, die jetzt mehr aus der Forensik kommen. Bislang war eigentlich immer klar, selbstverständlich, diese Malereien, Gravuren stammen von männlichen Künstlern. Was auch ein kulturelles Konzept von unserem Kunstverständnis ist, dass lange Kunst eigentlich als eine männliche Tätigkeit galt. Und insofern ist auch kein Wunder, dass man das in die Urgeschichte übertragen hat. Und Sie haben ja schon genannt, mein Ansatzpunkt, mich mit dieser Höhlenkunst zu beschäftigen, war Kindheitsforschung und auch Geschlechtergeschichte. Und da habe ich dann ganz konkret gesucht, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass Kinder und auch Frauen in diesen Höhlen anwesend waren? Und die gibt es in der Tat. Eine Quelle dazu sind diese Handsilhouetten oder Handabdrücke auch, die es in vielen Höhlen gibt. Und da kann man allein anhand der Größe der Hände schon klar sehen, dass in diesen Höhlen, also zumindest in einigen, auch Kinder anwesend waren. Es gibt auch Fußabdrücke von Kindern, die man auch anhand der Größe von denen von Erwachsenen natürlich unterscheiden kann. Und was jetzt die Frage nach Frauen-Männern anbelangt, da gibt es Methoden aus der Forensik, bei denen man unterschiedliche Proportionen an den Händen von Männern und Frauen zugrunde legt, um dann bei diesen Handabdrücken oder Handsilhouetten zu versuchen zu rekonstruieren, von welchem Geschlecht sie stammen. Diese Methoden sind noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber man kann zumindest sagen, dass an diesen Handabdrücken Frauen und Männer und auch Kinder beteiligt waren. Von daher hätten wir hier schon mal quasi die Geschlechter, die wir heute kennen, und eben auch Erwachsene und Kinder als
Produzenten, Produzentinnen von diesen künstlerischen Äußerungen rekonstruiert. Können Sie so ein bisschen den Horizont aufreißen, wo diese Künstler, diese Menschen, die Bilder geschaffen haben, gearbeitet haben? Das sind ja nicht alles zugängliche Stellen, von denen man davon ausgehen kann, dass sie wie ein Schauraum, ein Sakralraum, ein, also jedenfalls einen für Publikum zugänglichen Raum dargestellt haben. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Kontexte, in denen es solche künstlerischen Äußerungen gibt. Wir müssen zunächst mal bedenken, dass diese Kontexte sehr stark erhaltungsbedingt sind. Man hat viel größere Chancen oder Kunstwerke haben eine viel größere Chance, sich zu erhalten, wenn sie sich jetzt beispielsweise im Inneren von einer Höhle finden mit immer gleichem Raumklima, wenn sie draußen irgendwo an der freien Luft produziert wurden und dann am Ende noch aus organischen Materialien, beispielsweise Holz, Holzplastik wäre da vorstellbar, bestehen. Ja? Also von daher haben wir eigentlich einen sehr verzerrten Einblick in das, was ehemals an Kunst vorhanden war und auch in Einblick, einen begrenzten Einblick in die Kontexte im damaligen Leben. Aber was wir bis heute wissen, zeigt doch, dass wir künstlerische Äußerungen, also jetzt einerseits die Höhlenkunst, aber dann auch Kleinplastik beispielsweise, Tiere, auch Menschendarstellungen in verschiedenen Kontexten haben. Zum einen in Alltagskontexten wie in Behausungen, da gibt es zum Beispiel Figürchen. Zum anderen dann aus Höhlen, die teilweise auch zum Wohnen genutzt wurden, aber teilweise offensichtlich nicht. Also wir haben auch da eine gewisse Variabilität. Es gibt dann auch noch sogenannte Abris, also solche Felsdächer, in denen man auch Gravuren gefunden hat, die teilweise auch bemalt waren und die auch für Wohnzwecke genutzt wurden. Also da haben wir eine große Bandbreite. Und wenn man sich dann die Höhlen nochmal genauer anschaut und untersucht, an welchen Stellen in Höhlen finden wir heute Malereien oder Gravuren, dann ist das auch sehr interessant. Es gibt Räume, die so groß sind, dass also in Lascaux zum Beispiel im sogenannten Saal der Stiere bis zu 100 Personen Platz hatten, die auch so sind von der Akustik her, dass man da wirklich eine Art Performance machen kann. Also das ist sehr auffallend. Heutzutage wird sehr in der Forschung analysiert, an welchen Orten innerhalb von so einem Höhlensystem Gravuren oder Bilder auftauchen. Und da stellt sich raus, dass es oft Orte mit einer ganz ausgezeichneten Akustik sind. Es gibt zum Beispiel auch eine Höhle, Cognac, in Südfrankreich, bei der man wie so eine Art Bühne gestaltet hat, indem man zum Beispiel einen Stalagmiten entfernt hat. Und so hatte man dann quasi von diesem Schauraum aus freien Blick auf, da geht es mal Bühne und auch auf die Darstellung von einem Steinbock, der da sehr in der Sichtachse platziert war. Also das heißt, allein aufgrund der räumlichen Situation in den Höhlen, in manchen, nicht in allen, kann man davon ausgehen, dass da vielleicht eine Gruppe von Menschen vorhanden war, die vielleicht so eine Art Performance beiwohnte. Und die muss man sich jetzt wirklich als multimediales Ereignis vorstellen. Das geht schon mit der Akustik los, wie ich gesagt hatte. Dann gibt es bei diesen Orten teilweise auch sogenannte Lithophone, also Steine, die sehr schönen Ton geben, wenn man ihn anschlägt. Und in der Tat gibt es auch Lithophonen, aber auch auf normalen Stalagmiten und Stalaktiten Schlagmarken, die belegen, dass Menschen dort wiederholt mit irgendeinem Gegenstand draufgeschlagen und die Töne erzeugt haben. Also da hätten wir quasi
sowas wie Musik, Rhythmus. Ja. Dann spielt das Licht eine ganz große Rolle. Diese Höhlenwände sind ja nicht plan, sondern reliefiert. Und man kann sehr gut sehen, dass diese Malereien, also zum Beispiel Tiere, jetzt so angebracht worden sind auf der Wand, dass das Relief der Wand quasi Gestaltungselement wird. Und dass sich, wenn man dann mit einer Lichtquelle vor der Wand vorbeigeht, sich ein Spiel aus Licht und Schatten ergibt, das also so eklatant sein kann, dass man das Gefühl hat, die Tiere bewegen sich. Also ein Kollege, Marc Azaman, hat deswegen quasi diese Höhlenmalereien auch als die Urgeschichte des Kinos bezeichnet, ja, weil man quasi mit diesen Lichtelementen und auch der Tatsache, dass manche Tiere mit mehreren Beinen in quasi verschiedenen Bewegungsabläufen gezeichnet sind, dann die Illusion von Bewegung hervorrufen kann. Darauf wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Es gibt die Beine, es gibt ja auch die mehrfachen Gesichter von den Tieren, die Köpfe, die nebeneinander geblendet sind. Also beschreiben Sie sowas im Moment wie ein Gesamtkunstwerk aus Licht, Bewegung, Farbe, Klang, ja, das da in den Höhlen aufgebaut wurde. Mhm. Also wenn ich mir das vorstelle, was Sie gerade beschreiben, das ist ja ein sinnlich ganz starkes Erlebnis. Das heißt, wenn man nach den Zwecken dieser Kunst fragt, da sollten Gefühle, Emotionen katalysiert und hervorgerufen werden. Vielleicht. Also man weiß es natürlich nicht, wir können nur spekulieren und, sagen wir mal, gewisse plausible Interpretationen entwickeln aufgrund einer ganz genauen Analyse des Kontextes. Und da haben wir ja archäologisch einige Mittel. Also jetzt mal abgesehen von diesen Elementen, die auf Performance hindeuten, gibt es auch noch andere Details, die sehr interessant sind. Man kann zum Beispiel in den Ritzen von manchen Felswänden Knochenstückchen oder auch Steingeräte finden, die da bewusst reingesteckt wurden. Es gibt auch Stellen, die Politur aufweisen an den Höhlenwänden. Da hat man also, mich erinnert es so ein bisschen an die Praktiken von Wallfahrt, Orten, dass man was berührt, ja. Und also solche Praktiken haben wir. Das heißt, wir haben vielleicht eine Mischung aus einer Gemeinschaftshandlung, die vielleicht einen gemeinsamen Fokus hatte, in dem die Malereien eine Rolle gespielt haben könnten. Manche Malereien haben auch narrative Elemente, also beispielsweise Löwen, die Mammuts angreifen. Ja, das könnte sein, dass es da Geschichten gab, die quasi dann gemeinschaftlich aufgeführt wurden. Aber es gab vielleicht auch individuelle Handlungen, also wie jetzt zum Beispiel dieses Deponieren von bestimmten Dingen in Ritzen oder dieses Berühren von bestimmten Stellen. Und dann gibt es eben Orte in diesen Höhlensystemen, die sehr, sehr schwer zugänglich sind, die sehr eng sind, wo sich auch vielleicht nur ein Mensch oder vielleicht zwei Menschen aufhalten können. Also ich denke zum Beispiel an einen etwa 6 Meter tiefen Schacht in der Höhle von Lascaux, auf dessen Grund man viele Steingeräte gefunden hat, aber auch Lampen und eine ganz für uns heute spektakuläre Zeichnung, die sehr bekannt ist, der sogenannte Schamane, ein Mensch mit Vogelkopf, der als Schamane gedeutet wird. Und in diesem Schacht, da kann sich eigentlich nur eine, vielleicht zwei Personen können sich da aufhalten. Also das heißt, wir haben nicht so die eine Handlung, die eine Erklärung, sondern wir müssen da auch in verschiedene Richtungen denken, von individuellen Dingen, die vielleicht wirklich im Verborgenen stattfanden, bei der auch gar kein Publikum gewollt war, bis hin zu irgendwelchen Gemeinschaftspraktiken im Sinne vielleicht auch von dem, was wir heute als Theateraufführung, Performance bezeichnen würden.
Was ich sehr schön finde, weil sich im Grunde darin verschiedene Rezeptionsweisen abbilden, die auch heute noch den Kunstbetrieb und in diesem Fall, wir verstehen ja jetzt in diesem Gespräch Kunst zugeschnitten auf die, vor allen Dingen auf die bildende Kunst, wobei diese Klammer muss mir erlaubt sein, die grundsätzliche Stoßrichtung dieser Veranstaltung dahin geht, diese Kunst als Plural zu verstehen, also auch die anderen Künste zu subsumieren. Aber natürlich qua Gegenstand sprechen wir jetzt über die bildende Kunst. Und auch dort haben wir ja beides. Die kontemplative Begegnung mit einem Kunstwerk, dem ich mich im Museum meinetwegen oder in einem anderen Kunstort allein gegenüber finde und dass ich mich hineinversenke, genauso wie, und das ist ganz interessant, in beiden Gesprächen mit den Museumsdirektorinnen bislang herausgekommen, auch die Kunstbetrachtung und der Austausch über Kunst, also über ein künstlerisch gestaltetes Gegenüber, auch ein ausgesprochen sozialer Aspekt ist, also ein Medium, das Dialog produziert, das Austausch produziert über Dinge, die Menschen berühren, über Gedanken, über Empfindungen, über Biografisches und so weiter. Also mag man vielleicht auch da schon sehen, dass wir auch in ganz frühen menschheitsgeschichtlichen Stadien schon zwei verschiedene Zugänge zu der Auseinandersetzung mit dem, was dort als künstlerisch gestaltetes Gegenüber uns erscheint, vorkommt. Ja, also es liegt natürlich nahe, das, was wir heute erleben, wenn wir Kunst betrachten, weil uns das jetzt erinnert an die Phänomene, die ich beschrieben habe, mal gleich auf früher zu übertragen. Aber ich denke, da muss man etwas vorsichtig sein, denn dahinter würde ja die Prämisse stehen, dass Menschen heute eigentlich dieselbe psychische, kognitive Grundstruktur haben wie Menschen in der Urgeschichte. Und ja, das kann man als Prämisse formulieren, aber letztlich ist das eine unbewiesene Annahme, mit der man dann operiert. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Und Sie haben in unserem Vorgespräch eine ganz erstaunliche Aussage gemacht. Sie beschäftigen sich ja nun lange schon mit der Prähistorie des Menschen. Und Sie haben mir gesagt, er wird Ihnen im Laufe Ihrer langen Beschäftigung immer fremder statt vertraut. Können Sie das illustrieren? Ja, also ein Teil meiner Forschungsarbeit war einfach mal zu rekonstruieren, wie manche Gewissheiten eigentlich zustande kommen in der Wissenschaft. Und da wurde mir dann doch bewusst, dass wir sehr stark unsere eigenen kulturellen Konzepte, die wir häufig für absolut selbstverständlich oder für allgemein menschlich halten, in die Urgeschichte zurückprojizieren. So ganz nach dem Motto, es gibt so ein etwas böses Bonmot, das über Archäologen gesagt wird, sie fanden, was sie kannten, ja, dass wir immer wieder das in der Vergangenheit entdecken, was wir von uns selber kennen. Und da habe ich ziemlich viel Zeit mit verbracht und habe dadurch festgestellt, wie extrem häufig wir projizieren. Und wenn man dann und dadurch auch Befunde aus der Archäologie ja wie so vertraut machen, ja. Und wenn man mal diesen Projektionsprozess zu stoppen versucht und die Befunde jetzt erstmal ohne diese Lösung, die so naheliegend erscheint, weil bei uns irgendwas Vertrautes angeschlagen wird, mal so anguckt, dann sind die plötzlich unglaublich fremd. Und dann fehlt zunächst mal so eine schnelle Erklärung. Und wenn man sich dann auf diese Befunde einlässt, dann kommen eigentlich immer mehr Fragen und es wird immer unsicherer, was damit eigentlich gemeint sein könnte. Und deswegen mache ich jetzt den Prozess durch die Reflexion der eigenen kulturellen Konzepte, die ich selbst früher auch unglaublich regelmäßig auf diese archäologischen Befunde projiziert habe, seit ich die eben versuche verstärkt zu reflektieren, dass es mir schwerfällt, archäologische Befunde zu interpretieren und dass ich ja manchmal wirklich etwas ratlos davor stehe, ja. Zumal manche Befunde jetzt sich auch nicht unbedingt mit dem,
ja, Menschenbild vereinbaren lassen, das wir gerne so von Urmenschen gepflegt haben. Also beispielsweise so die Idee, die Urmenschen waren ja eins mit der Natur und haben keinen Raubbau getrieben und so weiter. Also wenn man sich dann mal auf diese Fremdheit einlässt, dann entdeckt man das auch, dass man mal grundsätzlich auch über die Bücher gehen muss bei diesem Bild von Urmenschen, das wir bislang haben. Also an dieser Stelle, obwohl es nicht ganz originär unser Thema ist, möchte ich gerne anknüpfen ein Fundstück aus Yuval Harari, der Homo Deus, der da drin zeigt, dass in dem Moment, wo der Mensch auf der Bildfläche der Kultur, der Erdgeschichte erscheint, er auch einer ist, der die Natur überstrapaziert und etwa die Mammuts zum Aussterben bringt. Also das ist kein Phänomen erst in unserer modernen Kultur, dass wir die Ressourcen überstrapazieren. Das hat er sicherlich nicht bewusst gemacht, aber der Mensch ist in dem Moment, wo er kommt, wie Sie es jetzt gerade auch andeuten, einer, der die Erde und ihre Möglichkeiten schnell überfordert. Und eine zweite Bemerkung, wie geht man denn als Archäologe dieser Falle, die natürlich tief in unseren Erkenntnisapparaten verwurzelt ist, dass wir von dem abstrahieren aus Analogiebildung, was wir kennen. Das sind der Top-Down-Prozesse. Ne? Ich kenne etwas und wende es dann auf das Neue an. Wie kann man dem sich überhaupt entziehen? Das ist ganz schwierig, weil wir, um irgendwas zu verstehen oder mit Bedeutung versehen, ja einen Sinn drin sehen müssen. Und den können wir nur sehen, indem wir etwas Unbekanntes an was Bekanntes anschließen. Also ich glaube mal, grundsätzlich kommen wir gar nicht aus dieser Analogieschlaufe raus. Ich denke, man muss sich nur bewusst machen, dass man in einer solchen Analogiebildung permanent drinsteckt und dann nachdenken, woher beziehe ich meine Analogien? Beziehe ich die beispielsweise jetzt ausschließlich aus meiner soziokulturellen Sozialisation in Westeuropa? Oder versuche ich zum Beispiel meinen Fundus an Analogien zu vergrößern, indem ich mir historische Quellen anschaue oder auch gucke, wie sieht das Ganze in anderen Gesellschaften aus. Also ich denke, das sind Ansatzpunkte, wie man sich zumindest mal bewusst machen kann, welche Analogien man verwendet. Und dann gehört es zu einer sauberen wissenschaftlichen Arbeit, die verwendeten Analogien und Theoriemodelle offenzulegen, zu benennen, damit das nachvollziehbar wird und dann alle entscheiden können, erscheint mir das plausibel oder nicht, ja. Ist eine Frage der Redlichkeit letzten Endes. Das führt mich zum nächsten Block vom Künstler über den Betrachter, den wir jetzt am Rande auch schon gestriffen haben, wie der urzeitliche Betrachter der Kunst gegenübergestanden haben mag oder jedenfalls dem, was da an den Wänden zu finden ist. Sie haben jetzt eben schon angedeutet, eine gewisse Skepsis, die haben gerade thematisiert, heutige Analogien an heutige kulturelle Begegnungsarten mit Kunst auf die Höhlenmalerei anzuwenden. Ich würde gerne auf den Punkt hinaus, ist denn aus Ihrer Beschäftigung heraus in der Prähistorie bereits zu beobachten, dass Kunst zum Menschen gehört? Nicht nur das Kunstschaffen, sondern das Kunst betrachten. Ist Kunst so etwas, kann man das aus den Funden heraus kristallisieren, eine anthropologische Konstante? Ja, da geht es dann schon wieder los. Auch der Begriff Mensch ist eine kulturelle Setzung und ein kulturelles Konzept von uns. Ja, wann setze ich den Menschen an? Wenn man sich die Fossilien anschaut, dann gibt es bei den Fossilien die große Trennung Australopithecinen und Gattung Homo vor etwa 2,5 bis 3 Millionen Jahren. Und wir haben uns jetzt angewöhnt, Fossilien, die mit der Gattung Homo bezeichnet werden, als Menschen zu betrachten.
Wenn jetzt aber die Frage im Raum steht und die steht zumindest nach dem europäischen Kunstverständnis eigentlich immer im Raum, ob Kunst zu Menschen dazugehört, dann muss man sagen, dann müssten wir ja Kunst finden, die 3 Millionen Jahre alt ist, ja, wenn wir die Gattung Homo etwa da ansetzen. Die Höhlenkunst, über die wir bisher gesprochen haben, die ist maximal etwa 40, 45.000 Jahre alt weltweit. Also da, das heißt, da sind wir in einem ganz, ganz späten, in einer ganz späten Phase überhaupt der Menschheitsgeschichte. Und dann kann man natürlich anfangen zu diskutieren, was bezeichne ich jetzt als Kunst? Mache ich bestimmte Qualitätskriterien definierend, zum Beispiel, dass es in den Höhlenmalereien gelungen ist, Abwesendes anwesend zu machen, indem beispielsweise Tiere so naturalistisch dargestellt werden, dass andere oder wir heute noch sie erkennen? Oder fängt Kunst vielleicht schon früher an, beispielsweise bei der Symmetrie von Faustkeilen, da sind wir dann schon bei 1,8 Millionen Jahren, wobei man sagen muss, auch Symmetrie ist eigentlich wieder ein modernes Konzept. Wir verbinden Symmetrie mit Ästhetik und ordnen Ästhetik dann das Feld im weitesten Sinne von Kunst ein. Ja, da kann man auch drüber streiten. Es gibt einen Kiesel, einen natürlichen Kiesel aus Südafrika, der in einer Schicht mit Steinwerkzeugen zusammengefunden wurde, der für uns heute ein menschliches Gesicht darstellt. Ja, also man könnte jetzt die These aufstellen, dass damals jemand diesen Kiesel quasi aufgehoben und mitgenommen hat, weil er oder sie so eine Art Selbstbild entdeckt hat darin. Ja, ist das auch schon Kunst? Also da könnte man jetzt noch weiter verschiedene andere Dinge heranziehen und ich denke, die Katze beißt sich da permanent wieder in den Schwanz. Also halten wir Kunst für ein definierendes Merkmal des Menschen, dann können wir diese Dinge quasi einordnen als Kunst, ja, oder tun wir es nicht? Oder legen wir als Qualitätsstandard dann eine, sagen wir mal, so eine sehr entwickelte Form wie bei den Höhlenmalereien an, dann würde man sagen, gut, mit den Höhlenmalereien finden wir praktisch den modernen Menschen erstmals vor. Also solche Ansätze gibt es, dann wird dann die Höhlenmalerei quasi zum Goldstandard, zum magischen Moment des Auftretens der Kunst in der Weltgeschichte. Also ich finde diese Frage sehr, sehr schwierig. Und glaube, man müsste darüber reflektieren, warum wir eigentlich die Kunst als ein Wesensmerkmal des Menschen so gerne sehen möchten. Warum ist das so wichtig für uns? Was verbinden wir damit? Also das hat mit Sicherheit ganz viel auch wieder mit unserem abendländisch-westlichen Denken zu tun, dass wir die Kunst eng an einen besonderen Bezug zu sich selbst als auch zur Welt verstehen. Denn das hat sich auch als Konstante durch alle drei Gespräche bislang hindurchgezogen. Die Kunst ist etwas, was zum einen sehr intensiv auf den einzelnen Menschen, auf das einzelne Subjekt, ob das jetzt das aufnehmende Subjekt oder ob das das schöpfende Subjekt ist, sich bezieht, auf der anderen Seite auch immer Weltbezug herstellt, Einordnung in Welt, Rückbindung an Welt. Religion ist ja auch nichts anderes als Rückbindung, religare und hat gleichzeitig natürlich auch da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, ganz enge Verbindungen zur Kunst, die Religion, das Spirituelle, das Transzendente, so ein mystisch-spirituelles Erleben. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass die Kunst ein Medium ist, über das wir uns in unserem Menschsein und in dem Menschsein in der Welt erfahren können.
Und damit natürlich die Frage, das oder der Wunsch danach, das zu einer anthropologischen Konstante zu erklären, die überzeitlich, überkulturell gültig sein muss, weil es eben so ganz an den Kern des Menschseins heranrührt. Weil sie vielleicht so ungreifbar ist, ist sie das, was uns verbindet und letzten Endes ausmacht. Also das heißt, wir suchen nach so einer Art Kern des Menschseins. Und diesen Kern, den suchen wir an den Anfängen. Also da sind wir dann auch wieder in der abendländischen Denktradition drin, die eigentlich immer den Blick automatisch auf die Anfänge richten lässt, wenn es um Selbstvergewisserung geht. Und da kann man sich ja fragen, muss das sein, dass wir den Blick immer in die Vergangenheit richten, wenn wir uns über irgendwas vergewissern können? Also man könnte doch jetzt auch den Blick in die Gegenwart richten und sagen, wenn wir wissen wollen, was ist das Wesen des Menschen, dann schauen wir heute. Was tritt uns heute entgegen und versuchen dann daraus Schlussfolgerungen über das Wesen des Menschen zu ziehen. Also, damit deutet sich an, dass sich menschliche Identität gar nicht identisch bleiben muss über die Zeiten und Kulturen hinweg. Genau. Und wir können es letzten Endes nicht wissen und werden es vermutlich auch nie erfahren, ob die Menschen vor 50, 500.000 Jahren, 2 Millionen Jahren also wirklich so waren wie wir, ob es überhaupt so ein, was wie ein Wesen des Menschen gibt. Ich bin da sehr skeptisch, wenn ich mir kulturelle Unterschiede anschaue, die in zeitgenössischen Gesellschaften oder auch in historischen Gesellschaften schon erforscht wurden, ja, dann bin ich da sehr skeptisch, ob es sowas gibt. Ich meine, was man sicher sagen kann, der Mensch ist ein soziales Wesen. Menschen brauchen immer Gruppen, Gemeinschaft, können alleine nicht existieren. Aber dann fängt schon eine unglaubliche Vielfalt an, weil die Formen, wie Menschen sich in Gemeinschaften zusammenfinden, zusammenleben, unglaublich unterschiedlich sein können. Also die Menschheit hat im Lauf ihrer Geschichte sehr, sehr viele unterschiedliche Formen des Zusammenlebens und auch von Existenzweisen entwickelt. Und ich glaube, das macht eigentlich den Menschen aus, dass Menschen im Gegensatz jetzt zu anderen Tieren viel größere Spielräume haben, schon allein jetzt, was die Umweltbedingungen anbelangt, ja, wo können Menschen existieren und dann auch, wie sie ihre soziale, kulturelle Umwelt gestalten. Da könnte man jetzt auch wunderbar noch eine Reflexion über das freie Spiel der Einbildungskraft von bei Kant oder bei Schiller anknüpfen, die ja sicherlich wesentliche Meilensteine bei dieser Setzung von Kunst als menschlicher Grundkonstellation ihren Anteil dran haben, weil eben auch dort Kunst und Freiheit ein wesentlicher Moment ist, also wo in der Kunst der Mensch sich als frei und eben damit auch als flexibel erlebt in dieser Umwelt. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, die sich eben angedeutet hat, wobei ich davon ausgehe, dass Sie die ähnlich kritisch sehen. Es ist eine der gern bemühten Schablonen in der Archäologie, wenn man mit einem kulturellen Phänomen nichts anfangen kann als moderner Mensch, dass man es in den Bereich der Religion, des Kults verbannt. Gleichzeitig habe ich vorhin auch schon angedeutet, haben Kunst und Religion oder das Erlebnis von geistlichen, von spirituellen Momenten viele Berührungspunkte miteinander, katalysieren sich gegenseitig, vielleicht gibt es da auch Überschläge von dem einen ins andere. Wie stehen Sie dazu, wenn man sagt, uns begegnet mindestens in diesen frühen Bildern, in den Höhlen ein kultisches Bedürfnis des Menschen, sich ja anzubinden an die Schöpfung und an das, was ihn umgibt, und es zu verinnerlichen, vielleicht zu beschwören, jedenfalls religiös aufzunehmen.
Also die Trennung von profan, sakral, von Alltag, von Religion ist ja auch eine sehr junge Trennung und auch ein sehr westliches Konzept. Von daher würde ich diese Trennung sowieso überhaupt nicht für die Urgeschichte machen, sondern würde davon ausgehen, dass sowieso das, was wir heute als profan und sakral bezeichnen und künstlich trennen, ja, keine getrennten Ebenen waren damals. Und ich denke, wir haben schon einige Hinweise darauf, dass es durchaus auch um weltanschauliche Konzepte, um ja, vielleicht so die Klärung der Frage, was ist mein Platz auf dieser Welt, dass es darum gegangen sein könnte. Also, was ich auch sehr interessant finde, sind Ansätze, die von einem Dialog zwischen Mensch und Wand sprechen. Also diese Felswände wurden ja genutzt zur Gestaltung. Man hat da drauf seine Handabdrücke hinterlassen. Und ein Kollege hat mir erzählt, wenn man die Hand auf die Wand legt und dann Farbe auf diese Wand bläst, das kann man nachweisen, also Farbe wurde teilweise drauf geblasen, drauf gespuckt auch, ja, dann wird die Hand eigentlich eins mit dieser Wand. Also es könnte auch sein, dass es da irgendwie bei diesen Praktiken mit Wänden, sage ich jetzt mal, darum gegangen sein könnte, dass diese Wand vielleicht so was wie eine Membran war, die den Kontakt zu einer anderen Welt ermöglicht hat. Ja, das ist natürlich eine reine Fantasie. Das können wir heute nicht wissen, aber es wäre, sagen wir mal, eine Praktik, die uns an was erinnert, was wir heute als religiös bezeichnen würden. Solche Dinge kann ich mir vorstellen, oder auch diese Abbildungen von Mischwesen, Mensch, Tier, oder auch Mischwesen von verschiedenen Tieren, die wir in den Höhlen finden, das könnten auch Hinweise auf weitesten Sinne religiöse Praktiken sein. Und wir damit einem Phänomen begegnen, das wir unter unseren heutigen westlich-abendländischen Schablonen als ein Konzept von Kunst begreifen, das, was für den Urmenschen eventuell so gar nicht greifbar war oder nicht vorhanden war. Aber einen Punkt würde ich gerne, und damit sind wir dann dabei, einen großen Zirkel durchschritten zu haben, ansprechen. Wir haben jetzt über den Betrachter und über den Künstler gesprochen, vielleicht auch über die Gemeinschaft. Ich würde es gerne noch mal eine Ebene höher greifen und so etwas wie Gesellschaft. Also für den Urmenschen sind das sicherlich kleinere Gruppen, als wir sie heute begreifen gewesen, aber dennoch Gruppen von Menschen, die vielleicht alle nicht unmittelbar an dem beteiligt waren, was da an Praktiken gepflegt worden sein mag. Aber alle diese frühen Gesellschaften müssen sich auch schon verabredet haben dazu, das zu ermöglichen, was dort passiert ist. Das finde ich eine der ganz erstaunlichen Momente für mich in dieser Beschäftigung damit, dass dahinter ein ganz großer logistischer Aufwand ist, solche Kunstwerke. Sie haben die Halle des Stiers in Lascaux angesprochen. Das ist ein logistischer Meisterakt, wo viel verabredete Kooperation dahinter steckt. Ja, ich denke, Menschen sind bereit, sowas gemeinsam zu tun, wenn es ihnen etwas gibt. Ganz pragmatisch. Und was ich aber auch noch erstaunlich finde, ist, dass diese Malereien respektiert wurden. Schon in der Urgeschichte. Wir können ja archäologisch nachweisen, dass man die Höhlen gewisse Nutzungsphasen hatten, dann teilweise sieht es nach Unterbrüchen aus zeitlich, dann kommen wieder Menschen in die Höhle und diese Malereien, die da sind, werden respektiert, die werden nicht zerstört, teilweise
werden neue Elemente angebracht. Also man nimmt vielleicht ja was auf, was schon da ist und führt es weiter. Also von daher finde ich, gibt es da zwei spannende Ebenen. Also eine Gruppe, die sich zusammenfindet, sowas zu tun, und dann eine Gruppe, die mit den Urheberinnen überhaupt nichts zu tun hat, ja, die das aber respektiert und in gewisser Weise auch weiterführt. Ob die beiden Gruppen dasselbe damit verbunden haben, wissen wir natürlich nicht, aber für beide scheint es eine ganz wichtige Bedeutung, gehabt zu haben. Also am Ende wieder Fragen, aber Fragen, die eben zeigen, wie faszinierend es ist, sich mit dieser Kernfrage auch wozu Kunst auseinanderzusetzen, weil sie doch ganz unmittelbar dahin führt, was eigentlich der Mensch ist, wie wir uns begreifen, wie wir uns heute begreifen, wie wir uns in der Vergangenheit begriffen haben mögen. Und das zeigt eben, dass Kunst mindestens eins ist, ein Katalysator, um sich über das Menschsein klar zu werden und sich auszutauschen. Unbedingt. Ich möchte Ihnen sehr danken für die Zeit und das wirklich anregende Gespräch, das wir geführt haben. Und lade Sie ein, wenn Sie mögen, den weiteren Verlauf zu verfolgen. Wir gehen in viele weitere spannende Bereiche noch hinein, mit Künstlern, mit Neurokognitionswissenschaftlern, um auch mal von der Hirnforschungsseite auf dieses Phänomen zu schauen. Philosophen werden kommen. Also ich glaube, wir haben noch viel spannende Erörterungen und Erwägungen im Zusammenhang mit diesem Thema. Herzlichen Dank, Frau Professor Röder, Ja, danke und Ihnen. ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, danke Ihnen auch. Und ich bin sehr gespannt auf die weitere ja, Folge von Gesprächen. Da werde ich mir auch das eine oder andere angucken.